Ja, einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht. Speicher an Samson, hi, schön, dass du da bist. Ja, wenn hier alle wie verrückt Jagged Alliance spielen, in diesem Internet. Ich habe jetzt wieder die Lampe hinten an, weil die leuchtet nicht so sehr ins Schlafzimmer. Meine Frau ist schon ins Bett. Ich muss sie aber mal ein bisschen runterstellen, oder? Aha. Irgendwie nicht so zufriedenstellend. Naja. Da oben. Da oben ist ein Licht. Ja, speichern ist immer eine gute Idee, Samson. Dark Chris, genau. Dark Chris. Ja, weil alle so fleißig Jagged Alliance spielen in diesem Internet. Jagged Alliance 3, ja. Und ich da ja auch irgendwann hinkommen will, dachte ich, ein Sektor kann ich noch, bevor ich ins Bett gehe. Und Samson, vielleicht willst du ja noch einen Sektor mitschauen. Und wer weiß, vielleicht mache ich den ja wieder zweimal. Auf jeden Fall haben wir jetzt an der Stelle gespeichert. Bevor ich den Sektor betrete, was bedeutet, man kann jetzt da nochmal neu laden und den Sektor nochmal betreten. Wenn jetzt wieder die Bloodcats da reingewürfelt werden und man plötzlich wieder mitten auf der Karte landet. Toll. Toll. So, ansonsten war da nichts mehr Interessantes, ne? Das hatte ich ja schon durchsucht. Klar, gute Magazine hier, 5,45 mal 45er Magazine, die braucht man oft, aber die gibt es auch einfach sehr oft. Es ist wirklich zu dark, ne? Ich habe keine gute Idee. Keine gute Idee. Wenn ich es dahin drehe, dann wird es wahrscheinlich auch nicht besser, aber dann leuchtet es ja wieder nach draußen und ins andere Zimmer rein, ins Schlafzimmer rein. Ja, okay, naja, gut, dann geht's. Da ist es heute im Dark Mode. Dark Chris, wie du schon sagtest. Okay, also ich habe ganz gute tägliche Einnahmen und relativ wenig tägliche Ausgaben. Das ist schon mal ganz gut. Okay, dann geht's los. Wir gehen in den Sektor und sind mal gespannt. Es soll koordiniert werden. Achso, da muss ich immer weiter drücken. Die werden staunen. Und die Verstärkung Ich würde schön langsam angehen. Der Feind könnte im Hinterhalt lauern. nehme ich auch mit rein. Ich bekomme dieses. Ne, Moment. Feindlicher Hinterhalt. Bin ich jetzt im Hinterhalt oder die Gegner? Ist entschieden zu viel Blei in der Luft. Nee, es ist wieder das Problem. Es ist wieder das Problem mit den Bloodcats, die man jetzt noch gar nicht sieht. Aber ich bin wieder mitten auf der Karte gelandet. Aber das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Von daher. Das ist ein feindlicher Hinterhalt. Ja, aber da müssen wahrscheinlich wieder Bloodcats sein. Schätze ich mal. Dass die Situation wieder zustande kommt. Verstanden. Anscheinend ist es der Sektor relativ. Ist es da relativ wahrscheinlich, dass man Bloodcats als Gegner bekommt? Kann ja sein.
Soldaten sein hier. Feindbegegnung. Das ist okay. Genau, so. Ich würde mit allen... Ja, vielleicht verteile ich es auch so ein bisschen. Ich lasse mal Chris hier unten zusammen mit einem anderen Guten. Vielleicht mit Ira. Ira macht sich so gut mit ihrem... mit ihrer AK. Und... die anderen kommen hier oben so ein bisschen verteilt hin. Relativ egal, glaube ich. Vielleicht hier noch. Da oben noch einen mit runter. So. Okay. Wir sehen erstmal noch nichts. Das ist gut. Denke ich, wir können erstmal. Ja. Und Zetwa schleichen. Bin bereit. Bin bereit. Ups. Das wollte ich gar nicht. Okay, die Miliz hat für uns die Feinde gepult. Hier. Bin bereit. Gut. Ja. Die sind da, glaube ich, zu weit weg. Können erstmal gleich okay. Den Weg ins Zentrum antreten. Ja. Ja. Juhu! Bin bereit. Die können wahrscheinlich so auch noch nichts sehen. Auch noch näher ran auf jeden Fall. Vielleicht erstmal bis hier rennen. Ach nee, da kann sie nicht gucken. Dann mal bis da. Dann vielleicht mal in die Richtung visieren. Noch nichts zu sehen. Und Hamus macht es auf der anderen Seite. Der kommt gar nicht weit. Wahrscheinlich, weil ich ihn schon ja, eigentlich habe ich ihn noch nicht bewegt. Hat so wenig Aktionspunkte, der Hamus. Hat er so geringe Beweglichkeit? Eigentlich geht's. Hier. So, und hier gab's gerade schon Feuer. Gegen die eine Miliz. Hera kann auch zielen, aber die sieht den auch nicht. Okay, dann habe ich, glaube ich, schon alle bewegt. Bin bereit. Genau, mit Chris kann ich nicht mehr anvisieren. Dann lasse ich die Runde vergehen. Die Milizen, na... Der steht halt hier richtig schlecht. Das kann... Ah, sie kann nur allen sagen auf den Boden. Ne, dann sagt sie lieber gar nichts, weil die da oben sollen ja schon runterkommen und nicht ihre Aktionspunkte verbrauchen. Die Armee! Ich wusste, dass wir früher oder später auf sie stoßen würden. Shit! Ja, dann kommen die jetzt in Reichweite, das ist gut. Kommen ja auch in meine Schussreichweite.
Kopftreffer. Und die blauen Milizen sind schon deutlich besser, ne? Die haben nicht nur Pistolen, sondern auch... Bin bereit. Granaten, zum Teil halt auch absurde werfen sie. Macht jetzt nicht so viel Sinn, da eine Nebelgranate reinzuwerfen, aber... Ja. Hätte er lieber eine Handgranate genommen. Den letzten brauche ich nicht mehr. Der ging durch den Baum durch, deswegen hat es nicht viel Schaden gemacht, aber genug Schaden. Dem anderen gebe ich noch eine mit. Der hat ja nicht geklappt. So, die anderen sehen, glaube ich, noch nichts. Amus auch nicht. Bin bereit. Da kann sie nicht vernünftig liegen. Einmal mit ihm. Ach, warum kann der nur so kurz rennen? Dann mit ihm los. Der so. Ah, ja, die Rucksäcke. Die Rucksäcke sind's mal wieder. Also. STRG Shift und F. Können sie die nicht ablegen, weil sie keine Aktionspunkte haben, ne? Ja, das kostet ja auch. Bin bereit. Gut, dann machen wir es an den Stellen, wo es geht. Ja. 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 Hier. Und die anderen behalten sie halt jetzt noch auf. Hier. Chris Hamus und Fox hat keinen Rucksack, okay. Ja. Ja. Juhu. Ja. Gut, neue Chance für diese beiden Milizen hier was zu treffen oder für die auch. Oh, für den sehe ich schwarz. Ja. Der ist jetzt schon kritisch. Bin bereit. Hier. Jetzt. Das macht halt jetzt die Nebelgranate, ne? Dass man da jetzt kaum noch was sieht. Ja, schau mal mit dem Scharfschützengewehr hier lang. Ah, da ist er nicht. Der wird weiter hier rechts sein. Das ist so ein Winkel, den kann ich, glaube ich, nicht einsehen mit dem Scharfschützengewehr. Ira. Hau ihn um. Schade. Bin bereit. Ja. Okay. Ja. Dem bleibe ich mal hier so rechts. Ja. Und Dimitri muss erstmal generell hinterherkommen. Okay. Okay. Ja, Tyrawal wird wahrscheinlich selber spielen. Oder natürlich, er ist schon im Bett, das kann auch sein. Ist ja dann doch ein recht später Start heute Abend. Ja.
hier erstmal dahinter. Bin bereit. Jetzt können sie schon hinter die Steine. Das ist eine gute Deckung. Bin bereit. Oh. Verflixt. Ja. Feindberührung. Okay. Die sieht die beiden dort. Ja. Ich hoffe, sie wird nicht gesehen. Ja. Okay. Ja. Gut. Okay, Chris. Ja. Sieht leider gar nichts, weil der im Nebel ist. Aber er müsste doch eigentlich, wenn er jetzt sich hinlegt und hier lang guckt. Oh Gott. Hier lang visiert. Ach, die stehen genau irgendwie im verdeckten Bereich. Yep. Okay, gut. Ich hoffe, Fox wird dort nicht gesehen. Der den Stein. Nee, wird sie nicht. Aber interessanterweise sieht sie die Gegner. Das ist komisch. Nochmal eine Granate. Das war eine Vakuumgranate. Das zieht den Gegnern extrem den Atem raus, ne? Klar. Vakuumgranate eben. Und dadurch haben sie halt kaum noch Aktionspunkte. In der nächsten Runde ist die Frage, ob der denn aufsteht oder ob der liegen bleiben muss, weil der zu wenig Aktionspunkte hat. Der ist ja eh schon getroffen auch. Das macht es noch schwieriger für ihn, glaube ich, in der nächsten Runde wieder aufzustehen. Aber diese Granate hier könnte eine Tränengasgranate sein oder eine Nebelgranate. Dadurch, dass sie rausgegangen sind, würde ich jetzt fast mal vermuten, es ist eine Tränengasgranate gewesen. Dass sie dann halt auch Abzüge bekommen haben dort. Gut, jetzt würde ich mal den da oben mit Chris angreifen. Der nicht getroffen. Ja. Hier würde ich auch in Deckung stehen. Da renne ich jetzt mit Trevor rüber. Und versteck mich. Bin bereit. Fox. Fox kann doch mit ihren Pistolen da bestimmt in der Reichweite schon was erreichen. Match-Munition wäre nicht schlecht. Boah. Match-Munition wäre nicht schlecht für Fox. Dann hätten diese Pistolen noch ein Stück weit mehr Reichweite mit der Munition. Und ansonsten wäre natürlich sowas wie Laserpointer oder irgendwie so. Wäre natürlich auch ideal. Ja. Okay. Dimitri, unser Granatenmann. Okay. Darf vielleicht auch gleich mal eine Granate werfen.
Die Sichtweite ist gut, aber sie ist hier durch die durch den Nebel einfach verdeckt. Deswegen kann sie hier nichts sehen in dem Bereich. Sonst würde sie wahrscheinlich ihn und ihn auch noch sehen. Aber der Nebel, der wird wahrscheinlich in den nächsten Runden abklingen. So, hat irgendjemand noch nicht gezogen? Nein, haben alle gezogen. Gut, ich gewöhne mich langsam wieder an die Tastatur, wenn ich öfter spiele. Ja. Ja, er ist nicht aufgestanden, liegen Hier. geblieben und das hat ihn jetzt das Leben gekostet. Jetzt schieße ich nur auf den Torso. Das Operation gelungen. Patient tot. war ein direkter Treffer in den Rücken. Ja. Yep. Oh, Trevor. Bin bereit. Fantastisch. Fantastisch. Ja. Sie geht hinter den Stein. Man muss, er wagt sich auch noch einen weiteren Stein nach vorne. Ja. Dimitri geht neben Fox in Deckung. Bin bereit. Fox kann sich auch noch drehen. Jetzt muss ich mir noch die Taste fürs Drehen merken. Das ist anscheinend nee. Klein L, okay. Look, wahrscheinlich. Die Blickrichtung. Ist gut. Jetzt hoffe ich so ein bisschen, dass Hier. die, dass der Nebel noch eine Runde da bleibt, weil sonst ist Ira von dem gleich recht gut zu sehen. Ist noch da. Hier. Die Miliz hat eine recht mächtige Waffe. Jetzt ist der Nebel aber weg. Wie ihr seht. Warum hat sie nur so wenig Aktionspunkte, frage ich mich. Was ist denn die Beweglichkeit? 73 ist doch gut. Okay, sie ist ein bisschen müde. Aber nur 39, das ist doch nix. Wenn sie jetzt anvisiert, wird sie den sehen. Ja. Sie sehen gerade so nicht. War gar nicht so verkehrt. Von Hamus. Ja. Oder sie sieht ihn, trifft ihn aber nicht. Der ging direkt über ihn, über ihm vorbei. Hier. Kann ich das mit Chris wieder machen? Das musste sich drehen. Das war recht teuer. Und ja, eigentlich müsste er ihn sehen. Er sieht ihn auch. Das war jetzt ein Anzeigefehler. Okay, drei sind noch.
Der ist ja jetzt im Status stirbt. Yep. Die anderen drei haben wir alle noch nicht gesehen. Die sind wahrscheinlich alle noch weiter. Wobei, einer ist, glaube ich, hier weiter nach unten gegangen. Ja. Bin bereit. Okay, Trevor ist noch. Ja. Da noch nichts gemacht. Zählen wir auch. Und dann schauen wir mal, ob jetzt was passiert in der Runde. Ja. Zielobjekt in Sicht. Der ist es. Er ist ja auch erledigt. Das hat die Miliz gemacht. So. Hier. Yep. Kann natürlich sein, dass sie jetzt wieder relativ weit weg sind. Hier. Verstanden. Ich muss auf jeden Fall ein bisschen hinterher rennen. Yep. Und sie hat viel Gewicht. 132% ist zu viel. Hier. Yep. Daran liegt es auch, dass sie nicht vorankommt mit ihren Aktionspunkten. Yep. Muss passen auf! Nicht alle Soldaten dort. Ja, ich denke, die sind. Ja. Weiter weg. Die anderen. Ja. Die jetzt noch fehlen. Wir speichern an der Stelle. Alles klar. Und bewegen uns dann. Bin bereit? Ja. Toll. Mit dem ganzen Was Trupp. Was ist das? Was ist das? Ja. Alles klar. Hier durch diesen Wald, wo durch die Bäume ein bisschen Deckung ist. Weiter nach vorne. Wenn wir hier durchkommen, dann würde ich fast sagen, gehe ich lieber oben weiter. Man muss halt einen Punkt Gesundheit bekommen. Okay. Da ist irgendwas. Ich lieber mal hier oben weiter. Was die Deckung ist, sieht es da besser aus. Was liegt denn da? Könnte einen Blick wert sein. Warte ich mal kurz, dass sie auch alle wieder zusammenknubbeln. Und ich. Okay. Bin da bereit? Sind die Gangster. Ich sehe sie. Unterbrechung für Trevor und Fox. Fox sieht den leider nur sehr schlecht, er ist wirklich recht weit weg. Besser wäre, wenn sie liegt. Eigentlich müsste sie, wenn sie so nah an Chris dran ist, auch an ihm vorbeischießen können. Ja. Yep. Sollte nicht sein. Ist da auch ein Zweibein dran? Ne, das hat kein Zweibein. Das passt da, glaube ich, nicht an der FAMAS. Das ist schon mal gut. Bin bereit. Okay, die Unterbrechung war nur für die beiden. Sie schlägt ihn. Bin bereit. Schlagen ist so eine Sache. Also, Schlagen zieht auch sehr viele Aktionspunkte ab. Ja, klar, ist, wenn man eine Faust ins Gesicht bekommt, ich glaube, das verwirrt einen schon ganz schön. Anders als wenn eine Kugel an einem vorbeizischt. Insbesondere, wenn man das gewohnt ist als Söldner. Dann ist man da, glaube ich, nicht besonders
Ja. Hier. Besonders ängstlich? Also, wahrscheinlich schon, aber... Aber dann nicht so, dass man Panik bekommt oder so. Ah, Chris. Der ist jetzt erstmal verschwunden. Toll. Chris hat nicht genügend Aktionspunkte, um sich hinzulegen. Ihr passt einfach weiter da auf. Ja. Ansonsten sind es ja nur noch diese beiden. Yep. Okay. Ich hoffe, das war jetzt hier nicht zu mutig von ihr. Der ist ja immer noch gesund. Ich denke mal, der kann dir da schon jetzt gut eine Kugel verpassen. Oder... Ja. Oder mit dem Messer. Aber sie hat ihn umgehauen. Sie hat ihn umgehauen. Tatsächlich. Ja. Blindschuss? Hier. Keine Muni mehr. Dass der uns nicht wegrennt. Der kann nicht mehr rennen. Ja, ich denke, das ist gegessen für die Gegner. Okay. Shit. Ah. Na, wir sehen nicht, wie sie ihn tothaut. Wow. Boah. Alle Feinde dort hier. Ist der wahnsinnig, der schießt einfach so direkt an ihr vorbei. Zack, sie ist da drüben. Haben wir eine Karte. Okay. Ja gut, zum Glück ist nichts passiert. Zum Glück hat er sie nicht getroffen. Okay, eine reguläre Miliz wurde zur Elite-Miliz befördert. Das ist auch schön. Wobei, es sind jetzt nur noch drei. Weil ja noch eine gestorben ist. Aber eine Elite dabei. Der da oben, interessanterweise, der gar nichts gemacht hat in dieser Runde. Ich glaube, der hat den letzten erschossen und sie hat den verprügelt. Und der stand irgendwo anders noch. Okay, macht nichts. Wir heben die Rucksäcke auf. Geklappt. Nicht geklappt. Anbringung entfernt? Das wollte ich doch gar nicht. Habe ich doch richtig gedrückt? Fertig. Keine Ahnung. Was ich jetzt noch entfernt habe, die Anbringung an den Waffen, die hier, hier rumliegen. Gut, da ist das zweite Funkgerät, was in dem anderen Sektor nicht verloren gegangen ist. Spektra-Helm, was ist eigentlich besser? Spektra oder... Oh, der könnte tatsächlich besser sein, wenn der repariert ist. 27, 75, 15 und der ist 27, 70, 15. Der ist von der Bedeckung her besser. Bedeckt den Kopf besser. Ansonsten die anderen Eigenschaften sehen gleich aus. Von daher nehmen wir lieber den Helm und reparieren den. DSM-Helm, schauen wir mal.
Varonhelme. Auch nochmal gucken, was da besser ist. Ja, der zerfällt leichter. Die Zerfallsrate ist größer. Von daher ist eigentlich der DSM-Helm besser. Der hat auch mehr Schutz. Gut, dann tauschen wir das. Dann kriegt Ira den. Der DSM-Helm kommt raus. Wir können auch eine ganz gute Waffe. Auch eine ganz gute Pistole. Aber mit diesem Automagazin, ne? Ne, 9x18mm, aber trotzdem auch ein wenig gängiges Magazin. Da ist die Frage, ob man dafür genug Kugeln bekommt. Was ist denn überhaupt in den 50er Jahren entwickelt? Sie ist nicht besonders genau, hat aber jedoch eine sehr hohe Feuerrate. Okay, nicht besonders genau. Genauigkeit 7. Genauigkeit 6. Naja, so schlecht ist sie nicht. Schaden 25. Schaden 24. Reichweite 13. Reichweite 12. Genau, ich habe jetzt vor allem auf die Reichweite geguckt. Die ist gar nicht schlecht darin. Gut. Aber muss nicht sein. Hat andere Nachteile. Dann haben wir noch ein Zweibein zu vergeben, aber ich glaube. Ah. Ich dachte schon, damit können wir keinem mehr helfen. Aber doch. Hofmesser. Messer haben ja alle. Ich suche eher nach normalen Messern, die kein Rambo-Messer sind, weil Rambo-Messer sind halt besonders schwer. Mit 1,1 Kilo. Schaden 17, AP 25. Viel AP brauchen sie auch. Die machen zwar auch gut Schaden, aber ja. Messerangriff haben wir noch nicht gemacht. Mit der Gruppe. Ein Wurfmesserangriff haben wir gemacht. Oder? Es kann sein, dass ich irgendwann mal einen Messerangriff gemacht habe. Relativ am Anfang. Ja, nach der Waffe würde ich nochmal gucken. Zum Beispiel mehr Reichweite als die Colt jetzt hier. Auch mehr Genauigkeit. Mehr Schaden. Ohne die Modifikation auch leichter. Mit wahrscheinlich nicht. Dafür hat die Colt halt eine sehr geringe AP-Zahl. Das lohnt sich nicht, das zu tauschen. Das ist mehr oder weniger gleich. Chris hat eh eine gute Colt, die mehr Reichweite hat und auch mehr Genauigkeit und ebenso eine sehr geringe AP-Zahl. Ja, gegen die Farmers brauchen wir nicht tauschen. Die ist auch sehr gut. Eine höhere Reichweite auch. Eine kuriose Waffe mit Granatwerfer ist halt auch was Besonderes und hat auch eine geringe AP-Zahl. Ja. Gibt es eigentlich niemanden, dem wir damit was Gutes tun können. Ira mit ihrer Super AK auch nicht. Nee. Also aus der Gruppe nicht. Da sind schon alle gut versorgt. Das heißt, der Rest bleibt hier. Im nächsten Sektor ist dann auch wieder eine Gruppe.
Was sagt die Zeit? Zeit sagt, das können wir noch machen. Aber eigentlich, doch. Ich will eigentlich nach unten nach Estiny. Estiny ist hier. Aber ich will ja auch den Weg nach oben frei machen. Von daher würde ich sagen, warum nicht, gehen wir nach rechts und versuchen, diese Gruppe noch zu holen. Weil die hier unten ist halt ein bisschen größer. Das wird dann vielleicht zu viel. Und wir begegnen der halt auch nicht direkt auf dem Weg nach Estiny. Nur wenn die zu uns rüberkommen. Und das ist halt unklar. Genau. Okay, ich gehe nochmal runter und mach mal Shift-R war das? Shift-R war das. Gut, sind alle Waffen nachgeladen. Und dann gehe ich denen nochmal hinterher. Wir speichern vorher. Wer weiß? Wir sind da wieder Bloodcats. Achso, ich habe mir den Sektor gar nicht angeguckt. Ist der... Ne, da ist nichts mehr. Aber hier scheint ein Haus zu sein. Deswegen dachte ich gerade, Sektor mal angucken. Ja. Ich würde schön langsam angehen. Der Feind könnte im Hinterhalt lauern. Da steht auch Hinterhalt. Feindlicher Hinterhalt. Das ist jetzt wieder das Problem, dass ich in der Mitte bin plötzlich. Ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Mayday. Ich frage mich, warum. Weil... Ja, wahrscheinlich sind hier wieder Bloodcats. Keine Ahnung. Aber eigentlich sollte das doch nicht sein, weil ich gehe ja in diesen Sektor rein. Da muss ich doch von links auswählen können. Wo ich lande. Ich gehe ja nicht durch den Sektor durch. Wenn ich das tun würde und dann kommt eine Gruppe von der Seite, dann ist das irgendwie logisch, aber ist ja nicht der Fall. Ich würde schön langsam angehen. Der Feind könnte im Hinterhalt... Ist wohl wieder ein Hinterhalt, wenn sie das sagt? Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Mayday. Brich das nochmal ab. Mal kurz Zeit vergehen. So, ganz kurz. Verstanden. Versuch das nochmal. Hier schleichen noch welche rum, Kumpel. Wäre ratsam, sie genau im Auge zu behalten. Wieder Hinterhalt. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Mayday. Verstehe ich nicht. Naja, wir versuchen's. Würde ich sagen. Wir versuchen's. Ich muss die Rucksäcke auf den Boden packen. Hat nicht funktioniert. Die kriege ich nicht rein. Und die Sichtgeräte wechseln. Haben denn jetzt schon alle ein Nachtsichtgerät? Nee, haben muss nicht. Aber die sehen mich eh schon, von daher muss ich jetzt hier auch direkt Gas geben. Vielleicht fange ich mal nicht mit Chris an, ja. Der ist so in der Mitte. Und ich weiß nicht, ob jetzt noch hinter mir welche sind. Das kann alles sein. Ich habe überhaupt keine Deckung.
und stehe total doof. Ich werde mal... Amus steht halt auch da vorne. Kann auch ganz gut schießen auf den. Könnte sogar die Pistole nehmen. Trifft damit aber auch nicht gut. Typ, ey. Ja. Burst-Modus. Nein, Grizzly. Jetzt liegt er. Und noch niemand hat getroffen. Yep. Und noch niemand hat getroffen. Hier. Yeah. Das Trauerspiel geht weiter. Super. Yep. Ja, drei reichen wahrscheinlich. Ja. Und ich würde jetzt mal auch eine Vakuumgranate bei denen einsetzen. Dass die außer Gefecht gesetzt werden. Bin bereit. Also, wer hat noch AP? Außer Ira haben alle noch ein bisschen was. Fox ist noch... Genau. Was habe ich befürchtet? Ich drehe mich um und sofort sehe ich jemanden. Fantastisch. Ja, klar. Ja, das ist... Keine Chance. Keine Chance. Ich bin halt komplett umstellt. Ich stehe mitten in den Gegnern. Also, warum? Ich verstehe es nicht. Es macht keinen Sinn, dass an der Stelle ein Hinterhalt ist. Macht keinen Sinn. Geh nach Estini. Das ist ein Bug. Ist ein ganz komischer Bug, den ich nicht verstehe. Ist jetzt schon das zweite Mal, dass mir der das Spiel verhagelt. Ich betrete den Sektor. Dann kann ich die Position festlegen. Ich hier. Dann gibt's keinen Hinterhalt. Hab die Stellung eingenommen, bin verfügbar. Wie immer. Dann gibt's keinen Hinterhalt. Ist gut. Gehen wir nach Essene. Ich hier. Ich nichts wissen, was tun. Wir warten auf den Rest. Jetzt hier. Was tun? Niemand ist da in Essene. Aber es ist spät. Und alle sind müde. Ja. 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 Okay. Das heißt, wir werden jetzt... den Estoniern mal aufs Dach steigen und ein Schläfchen machen.
Ach so. Dieses Ort habe ich Schrottplatz. Ich einmal gefunden Ballon in Fach für Handschuhe von Auto. Der war sogar noch drin in den kleinen Beutel. Du können hier tanken und großes Feld auch da sein. Einmal gesehen, Herr ins Flieger landen. Ich hoffe, Ira sagt auch noch was. Bin bereit. Ist, glaube ich, das wird, glaube ich, zufällig ausgelost, wer da spricht von den Locals. Yep. Und dieses Mal war es Dimitri. Ein Flugzeug soll hier auch sein? Ein Flugzeug. Aber klar, das ist eine Tankstelle. Ja. So, ich würde sagen, ihr habt euch eine Pause verdient, nachdem das hier mit dem Trupp da auch irgendwie nicht hinhaut. Dann sind wir eben schon in Estony und je nachdem, ob jetzt hier noch Gegner kommen oder nicht, in dieser Nacht, was jetzt erstmal nicht so danach aussieht, kämpfen wir da noch oder... sprechen dann erstmal mit den Leuten, die dort sind. In Estony sollten dort Leute sein. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Ihr macht weiter. Moose ist schon fertig mit Schlafen? Der ist ja ein schneller Schläfer. Beweglichkeit. Ah, Sissi, ich gut. Mhm. Beweglichkeit ist eh ein guter Wert. Hier schleichen noch welche rum, Kumpel. Wäre ratsam, sie genau im Auge zu behalten. So. Jetzt bekommen wir Besuch. Die drei Milizen sind auch mit runtergekommen, anscheinend schon wieder. Die sind aber nicht auf dem Dach. Und wir haben 12 Feinde. Fox ist noch recht müde. Gut, und... Yep. Trevor schläft noch. Ja, die machen jetzt natürlich da die Milizen fertig. Was war das? Okay, es geht los. Das war knapp. Also ich würde sagen, sie kommen von unten. Geräusche. Schade, der letzte Stich hat nicht getroffen. Ist ja schon verletzt. Ja, der ist auch verwundet. Okay. Und er ist der... Nee, der dunkelblaue ist der da. Sieht man kaum. So, dann legt mal eure Rucksäcke wieder ab. Ich hätte sie ja da oben schon wieder ablegen können. Dann hätte ich gar keine AP verbraucht jetzt am Morgen. Am Morgen, am Frühen. Ja, Shift
B, Shift, N. So. Yep. Der, den ich hier gesehen habe kurz, da ist schon wieder verschwunden. Ja, jetzt ist die Position da oben auf dem Dach gar nicht so gut. Ja. Da ich jetzt nicht weit gucken kann. In der Nacht. Ich habe gehofft, dass es erst am Tag passiert. Ein bisschen. Yep. Na, die werden schon nach oben kommen, nehme ich an. Bin bereit. Wahrscheinlich kommen sie von Süden. Check mal. Yep. Ja. Auch die anderen Richtungen, yeah. So ein bisschen zumindest mit. Mit Zweien. Ja. Aber wahrscheinlich werden sie hier hochklettern. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Wollen wohl nicht. Okay. Der hat den erledigt. Ja. Die anderen halten sich noch vornehm zurück. Wir speichern an der Stelle. Quick Save Slot. Hier sind ganz viele an der Ecke anscheinend. In dem Bereich sind viele. Bin bereit. Jetzt kommen sie hoch. Unterbrechung für Fox. Das war's für ihn. Er kommt nicht mehr weiter angerannt. Der ist da drin. Ja. Ne, er ist oben. Okay, Unterbrechung für Grizzly und Dimitri. Da würde ich den Grizzly erstmal eine Chance geben. Oh, Thyrawal, du bist ja da. Ja. Macht ja nix. Macht ja nix. Fox und Grizzly hast du auch im Team. Ja, die sind ja auch quasi Pärchen. Die mögen sich ja sehr gerne. Und deswegen arbeiten die sehr gut zusammen. Von daher ist es eigentlich immer ratsam, wenn man die zusammensteckt. Gut. Gut, dann ist es schon erledigt. Aber schön, dass du auch da bist. Und gefällt dir Jagged Alliance 3? Bin bereit. Ja. Freut mich zu hören. Es gibt so Übersichtsseiten, welche Söldner sich mögen, die kann man im Internet finden. Aber in Jagged Alliance selber bekommt man es mit vielleicht. Also manchmal sagen sie halt, wenn man mit denen telefoniert, also in Jagged Alliance 2, glaube ich, wenn man lange mit Fox telefoniert und eine Weile nichts sagt, dann sagt sie,
haben Sie auch Grizzly angeheuert oder sowas? Mit dem arbeite ich gerne zusammen. Irgendwie sowas in der Art, oder? Genau. Also manchmal sagen Sie es, aber. Und manchmal sagen Sie auch, wen Sie nicht mögen. Genau. Und man merkt es dann halt im Spiel manchmal, dass Sie. Geld und Muni ist knapp. Muni, echt? Verdammt. Ja, das war Bin jetzt bereit. nur so mittelmäßig clever von dem da, dass er hochgeklettert ist und direkt rangerannt kam. Ich dachte so, oh, der wird mich gleich angreifen, aber nö. Ah, okay. In den Dialogen, die sie dann nachdem du sie angeheuert hast oder schon im Telefonat? Hier. Im Spiel. Genau, da gibt es dann auch Kommentare. Genau, haben wir auch hier bei Biff und Flo schon einige Male gehört. Ah, jetzt können wir mal das Rambo-Messer nutzen, würde ich sagen. Chris darf ihn mal Ramboen. Halt die Frage, ob ich den da unten angreife, wenn ich den jetzt gerade sehe. Wie viel habe ich denn überhaupt? Oh! Da sind noch mehr Gegner dazugekommen. Okay, wir haben einiges zu tun. Ja, dann nutze ich mal kurz die Gelegenheit, dem hier unten. Ich muss mich unbedingt hinlegen danach. Es reicht ein Torso-Treffer. Operation gelungen. Patient Weil ich so nah am Rand bin, muss ich mich hinlegen. So. Möchte gerne zu dem Söldner hinter Chris. Ja. Dimitri ist das. Dimitri ist ja unser Granatenwerfer. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich dem mal einfach hier so eine Granate über die Kante werfen lasse. Nehmen wir vielleicht erstmal Hamus. Der hat ja auch so ein dickes Messer. Und das mal Hamus machen. Ja, er trifft nicht. Na toll, jetzt steht er da. Wann habe ich gespeichert? Ja. Ist schon wieder so eine Situation da. Bin bereit. Kann es das passieren, dass ich gleich neu laden muss? Es reicht jetzt eigentlich, wenn sie mit einer Waffe schießt, wegen Munition sparen. Die sind. Nee, es reicht nicht wegen der Panzerung, die der hat. Vielleicht bei einem Kopftreffer. Ärgerlich. Auch das haut nicht hin. Ja. Der Grizzly darf noch mal. Der wird sich jetzt nicht mehr bewegen, nehme ich an. Der steht halt noch so doof da, als wenn er gleich Ja. schießen wird. Ja. Ich stehe mal auf mit Dimitri. Dimitri hat ja auch eine Pistole. Messer zu nutzen ist teurer als eine Pistole zu benutzen. Schießt dem ungezielt in den Bauch. Es passiert nichts. Na, wegen der Pistole und der Munition, die da drin ist. Kann ich die Pistole nicht zurücklegen?
In das Holster. Guter Einsatz, Dimitri. Könnte einen Blick wert sein. Ja, an sich guter Einsatz, Dimitri, aber... Ja. Yep. Ja. Wir brauchen hier Leute, die noch was machen können. Hier. Wenn die nächste Runde beginnt. Und... Yep. Der braucht definitiv noch einen Treffer. Hey. Okay, ich fürchte, wir müssen gleich neu starten, weil das wird, glaube ich, nicht gut laufen. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Okay, vielleicht doch. Wir müssen gucken, ob Hamus beschossen wird. Weil der da steht. Das ist super gefährlich. Er wird beschossen. Wir wollen mir töten. Und er wurde am Kopf getroffen. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Du hast dir selbst die Sicht genommen. Diese Geräusch. Wie klug ist das? Überhaupt nicht klug. Okay. Boah. Der ist eh schon so unklug. Nee. Ich sage nein. Das ist nach der Positionierung, ist direkt vor der, bevor so viel schiefgegangen ist. Aber ich war zum Teil halt auch selbst schuld. Ich höre was. Also mit Dimitri hätte ich nicht mit der Munition schießen dürfen, die super wenig Schaden macht bei gut gerüsteten Gegnern. Ja. Das war recht klug von dem. Hat er einen Leuchtstab hingeworfen. Aber so wirklich klug war es auch nicht. Und dann noch näher ranzurennen. Das war nicht klug. Jetzt kam niemand hoch. Interessanterweise. Ja. Ja. Verdammte Scheiße! Wie sollst du die Granate werfen? Geht es nicht? Kann er die nicht so weit werfen? Der Minigranaten nehmen? Auch die nicht. Da kann er eine Granate nehmen. Da wäre ja vielleicht auch nicht verkehrt. Einfach nur mal so. Lieber wäre mir natürlich irgendwo hinzuwerfen, wo auch jemand ist. Wir alle sterben zusammen. Okay, da war jemand. Wir sind zu nah dran, nehme ich an. Ach so, vielleicht auch, weil ich auf der falschen Ebene bin. Ja. Oh!
Okay. Yep. Ja. So, Grizzly hat noch Granaten. Den würde ich auch mal werfen lassen. Ebenenwechsel, ach, Tab. Würde ich mal so blind hier hinwerfen, würde ich sagen. Irgendjemand habe ich damit auch getroffen. Auch wenn niemand zu sehen war. Als es heller wurde. Okay. Das ist schlecht für den. Sehr schlecht. Wo schießt denn jemand? Unterbrechung für Grizzly. Grizzly. Und Fyra. Der hat auch auf den geschossen hier. Wahrscheinlich hat er sich selbst, also der hat den Leuchtstab geworfen und ist hier selber noch ein bisschen im Licht. Ja, sehr schlecht. Chris ist ja auch, hat ja auch eine Unterbrechung. Hier. Chris könnten wir versuchen, auch mit dem Scharfschützengewehr den da zu treffen. Ja, den nicht mal sieht. Geklappt. Wäre jetzt die Möglichkeit gewesen, den noch irgendwie zu retten, aber. Ja. Soll nicht sein. Hole ich da jetzt nicht raus. Aus der Position. Ich glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Krieg mit Chris gleich noch eine Gelegenheit, glaube ich. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Das lief im ersten Speicherstand besser. Da kam dem niemand entgegen und hat. Ist wieder genauso dumm, was sie da gemacht hat. Hier. Tja. Nicht gut aus. Ja. Verdammte Scheiße. Wird mit Dimitri weiter Granaten-Action machen? Dimitri ist halt einfach gut darin. Er ist einfach gut darin, Granaten zu werfen. Er ist Grenadier. Und theoretisch ist ja. Grizzly gut darin, den Mörser zu benutzen, aber der ist im Rucksack und dadurch nicht erreichbar gerade. Gut, wir bleiben weiter in Wachposition mit dem Rest. Tötet da meinen nächsten Elite. Was. Sch, Geräusche. Und keiner traut sich nach oben. Dieses Mal. Ah. Ja.
Ja? Dimitri, du musst ihr helfen. Da eine Vakuumgranate hin. Oh, nicht getroffen. Der saß. Wir bleiben in Hab-8-Stellung. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Jetzt kommt doch jemand hoch, oder? Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Wer mache diese Geräusch? Ich hätte ja an deren Stelle meine Granate hochgeworfen. Ja. Vor allem, weil da ständig Granaten runterfliegen. Oh, und die Miliz ist so klug und lässt den Sterbenden sterben. Und tötet den nicht noch. Das ist neu. Seit wann machen die sowas? Ah, ich sehe nichts. Ich habe hier sehr viel Bewegung gehabt. Direkt hier unten, aber da können wir, glaube ich, nicht hinwerfen. Nur recht nah dran. Ja. Die war verschwendet. Laut leise von unten. Ja. Und niemand kommt hoch. Hier. Ich möchte aber gerne ein bisschen aktiv werden hier. Es sind auch so viele Gegner. Zielobjekt in Sicht. Und dann? Das Ding ist nicht schlecht. Yep. Wieder eine Runde vergeht. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Wenigstens haben wir einen erledigen können. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit, zu speichern. Ja? Jetzt kommt jemand hoch. Und Unterbrechung bekommt Dimitri, interessanterweise. Ja, Dimitri, deine Pistole ist falsch geladen mit der Glaser-Munition. Da müsste ich die eigentlich reintun. Das heißt, du versuchst es mit einem Burst. Gezielt. Schau mal hier. Einfach so. Was war das? Geräusche. Ja. Na, jetzt kommen welche. Unterbrechung wieder für Dimitri auch. Sagen,
Dimitri versucht es nochmal. Der ist ein bisschen weiter weg. Muss ein bisschen zielen. Gut. Dimitri rockt. Rockt das Ding. Ja. Die trauen sich nicht vor. Ist aber auch besser so. Ehrlich gesagt. Okay, Chris, speichern. Chris darf nochmal aufstehen. Yeah. Ich lass mal Trevor auch aufstehen. Nee, der kann nicht darüber gucken. Es wäre halt auch nochmal interessant gewesen, ob man hier was sieht. Hier. Shit. So, Chris hat schon angefangen, seine AP zu verbrauchen. Ich sage, der darf auch weitermachen. Weil aus seiner Position da einen Burst rauszuhauen, ist, glaube ich, zu gefährlich, dass ich da irgendwie andere treffe. Dann lieber einen gezielten Schuss in den Kopf. Super. Nicht so nah ran. Hier. Gut. Aber es ist ja. Intel. Das ist jetzt für Dimitri eine Zielaufklärung. Machen wir gleich noch einen, weil da ist ja noch ein dritter. Die bleiben vielleicht jetzt auch erstmal liegen und dann kann sie die eigentlich erledigen, wenn sie sich traut. Ich werde mal den da oben auch anfunken. Mit Hamus machen wir das mal. Der hat keine gute Sicht. Tja, angreifen. Nochmal. Nichts passiert, aber vielleicht passiert es in der im Anschluss. Also die liegen jetzt, glaube ich, ich denke mal, die sind ausgenockt. Also wenn die aufstehen sollten, dann stehen die nur auf und greifen nicht mehr an. Und dann könnten eigentlich die beiden hier gleich auf die gehen. Ich hoffe, meine Ohren funken. Oh nein. Oh, nee. Hier sieht sie jemand. Na toll. Ich glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Na toll. Verdammte Scheiße! Oh, der Elite-Söldner ist zu einer Frau geworden und rennt mitten ins Feuer. Was soll man dazu sagen? Der männliche Elite-Söldner ist jetzt zu einer Frau geworden. Das ist ja von mir aus. Elite-Miliz, meine ich. Elite-Miliz ist zu einer Frau geworden. Aber rennt hier mitten in die Gefahr rein. Wahrscheinlich, weil ich das gesagt habe. Angreifen, habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, such dir eine Möglichkeit für einen guten Selbstmord, habe ich nicht gesagt. Wirklich nicht. Friendly Fire gibt's auch, ja. Hast du das noch nicht gesehen?
Gerade die Milizen beschießen sich doch ständig gegenseitig. Oh, meine Granaten sind alle. Der lag schon. Der ist aber stark und niemand kann ihn so wirklich beschießen. Yep. Kann halt mal mit Trevor aufstehen. Einfach mal so ein. Es ist halt auch nicht gut, ne? Fast davon ausgehen, dass der sich hier nicht mehr bewegt. Ah, Senfgas. Die bekommen jetzt hier. Sollte Trevor überhaupt dahin dorthin treffen? Ich hoffe es. Das ist ganz eklig, das Senfgas. Right on. Aber das tut dem da oben noch nichts. Der hat zwar nur eine Pistole, aber er steht direkt vor der Miliz. Und die ziehen zuerst. Wird man mit Chris versuchen? Eher den. Oh ja. Das war gut. Okay. Ich hoffe, das gibt denen Gelegenheit, nicht direkt zu sterben, den beiden Milizen. Okay. So viel zu der Hoffnung. Und das war's. Das war's. Hier stehen einige. Ja. Da sollten wir noch was reinbringen. Bin bereit. Was haben wir denn noch? Yep. Yep. Nicht viel. Ja. Hier. Nicht viel. Chris hat noch ein paar Minigranaten. Wir müssen die Granatenvorräte auffrischen. So, die standen da so. Ich habe einfach beide. Kann er nicht mehr. Grizzly hat noch was. So, und wieder runter. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. So, die Unterstützung ist tot.
Jetzt gucken fast niemand guckt hier hin. So, jetzt sterben ich da auch. Ich meine Ohren flunken mir was vor. Ups, was war das denn? Wo schießt der hin? Ach, der lebt noch. Die lebt noch. Ja. Niemand guckt mehr in die Richtung hier. Gefährlich. Ja, wer auch immer hier noch in diesem Bereich ist, ist... Bin bereit. ...nicht mehr lang am Leben. Hier. Weiß nicht, ob da noch jemand steht. Oder liegt. Ja. Frage wäre beantwortet. Ja. Okay. Ja. Das war's mit dem. Wer macht diese Geräusch? Ich höre ein Geräusch. Da ist jetzt niemand mehr im Senfgas drin, sonst hätte es noch Schmerzensgeräusche von dem. Doch, war doch noch jemand drin. Da, trauen sie sich nicht hoch. Ich kann auch warten. Hier. Ja. Hier. Einige Verletzte noch, die ja alle von den Granatwürfen angeschlagen wurden. Aber ich kann nicht ausmachen, in welche Richtung die genau sind. Oh, ganz schön viele Leichen hier. Das sind die, die im Senfgas standen. Sind doch einige umgekommen. Wir haben jetzt noch 12 Gegner. 12 Gegner, davon einige verletzt. Unsere Milizen sind alle gestorben. Jetzt kann ich mich ja nur noch bewegen, ne? Machen wir das schleichenden Fußes. Nichts zu sehen. Da ist einer. Ist aber kein... Das ist kein Gegner. Das ist ein Zivilist. Wo sind die alle?
die alle direkt ganz nah am Haus? Oder weiter weg? Jetzt bin ich einmal richtig nah rumgegangen. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Die sind beide ganz gut verletzt. Am Sterben. Super. Aber ich kann es beschleunigen. Super. Jetzt lassen wir Zeit vergehen wieder. Am Sterben ist falsch, aber die waren verwundet. Das waren auf jeden Fall welche, die, glaube ich, Schmerzensschreie ausgestoßen haben. Hier. Hier. Okay. Ich tue, was ich kann. Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Hier. Das war gut, dass er sich lieber okay, ist noch alles gut hier? Ja. Dass er sich lieber hinsetzt. Okay. Bin bereit. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wild. Das können wir durchgehen lassen. Ich verarze ihn. Und Mann, jetzt habe ich schon wieder daneben geklickt. Hier. Hier ist entschieden zu viel Blei in der Luft. Okay, da sind die alle. Der ist schon ziemlich gut verletzt. Der ist ein bisschen verletzt, aber nicht stark. Ja. Ja, da Grizzly ja eh nichts machen kann. Während er verarztet wird. Also, kann er schon. Mama wäre stolz auf mich. Nimm ich das hier. Das macht er dann auch. Verdammt. Schade. So, jetzt aber wieder runter. Ja. Verdammt. Trevor Fox Dimitri. Dimitri haben wir schon aktiv. Dann lasse ich das Dimitri machen. Der wird wohl auch gesund sein, genau. Gut. Ja. Und wir speichern. Jetzt dürfte ja Grizzly verbunden sein. Wir haben noch 9 Gegner. Hier. Zielobjekt in Sicht. Oh, wie schön. So viele warten da auf mich.
Würde ich doch sagen, Grizzly kann die 5 auch gleich nochmal mit einer Vakuumgranate zu Boden werfen. Wobei, wenn sie auf dem Boden sind, dann kann Chris nicht mehr auf sie schießen. Deswegen suche ich mir jetzt den gesündesten raus. Stark. Stark ist nicht gut. Den falschen getroffen. Ich habe auf den hier geschossen. Aber genügend AP, um sich wieder hinzuhocken. Selbst wenn ich jetzt ganz genau nochmal auf seinen Kopf ziele. Super. Jetzt lohnt sich die ja. Vakuumgranate gar nicht mehr so sehr. Trotzdem einer. Mit freundlichen Grüßen von Grizzly, dem ihr einfach einen Schuss verpasst habt. Das mochte Grizzly nicht, deswegen ist er jetzt sauer. Hier. Ah, Friendly Fire hattest du vorhin auch. Ja, genau. Das gibt's schon immer auch in Jagged Alliance. So. Wäre ja auch ohne unrealistisch. Hier. Jetzt tut sich hier so wenig. Sind die alle dort jetzt? Und am Boden? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Warum sich jetzt hier nichts tut? Da liegen auf jeden Fall einige. Wenn die sich alle hier zusammen gerauft haben. Operation gelungen. Patient tot. Steht recht nah am Rand. Langsam wird's brenzlig. Genau. Das meine ich damit. Da recht nah am Rand steht. Super. Wurde auch getroffen. Bin bereit. Dann Fox gleich nochmal. Chris verbinden. Bin bereit. Schon fertig. Hier. Ich finde sie auch gut, dass Chris das macht. Hier. Oh. Gefährlich. Komm, häng dich nicht auf. Geht's weiter. Verdammter Mist. Operation gelungen. Patient tot. Hier. Noch 4. Darunter auch welche verletzt. 3 sind hier. Die sind wirklich alle hier gewesen.
Hier. Deswegen hat die Granate, die Vakuumgranate, die alle ausgenockt. Für den Moment. Verdammter Mist! Operation gelungen. Patient tot. Hier. Jetzt haben die alle so wenig AP, weil die alle verletzt sind. Oder durch die Vakuumgranate AP abgezogen bekommen haben. Selbst die Gesunden machen nichts. Wie man sieht. Also kommen jetzt nicht mehr hoch oder rennen weg oder irgendwas. Verdammter Mist! Glaube, ich habe was Verdächtiges gehört. Ich hoffe, meine Ohren funken mir was vor. Stellt er sich dahin? Verdammter Mist! Hier. Hier. Ach, im Stehen sehe ich den. Verdammter Mist! Liegen sehe ich den nicht. Komisch. Im Hocken. Aber im Liegen. Ich hoffe, meine Ohren flunken mir was vor. Verdammter Mist! Super. 95. Also, ich lass mal. Ja. Yep. Dimitri und Ira sollen auch noch mal ein bisschen üben, ne? Oh. Yep. So viel dazu. Hier. Verdammter Mist. Yep. Passiert es jetzt nochmal? Tatsächlich. Erstaunlich. Also wenn Chris hochkommt. Hier. Ich weiß warum. Verdammter Mist. Er ist leise, sie ist nicht leise. Ja. 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 Na komm schon. Das ist auch so ein komischer Bug. Aber es kriegt sich wieder ein, zum Glück. Verdammte Scheiße! Das kannst du mal laut sagen. Das muss ja jetzt hier was werden. Jetzt hat er ja geschossen. Sieht niemand. Das gefällt mir. Die schief geguckt. So, am Ende muss ich es
doch wieder mit Chris machen. Jetzt bleibt er übrig und... Oh. Bin bereit. Oder mit irgendjemand anderem. Und richtet noch Ärger an. Fantastisch. Alle dort. Rotten Man, alle tot. Hier. So. Yep. Bin bereit? Ja. Es liegen Gegenstände rum. Zum Beispiel ein Fernseher, was man halt so liegen lässt. Insass. Sieht auch sehr gut aus. Sieht wirklich gut aus, das Gewehr. Ohne Galil. Bei meiner Tochter regt sich was. Muss mal drüben gucken gehen. Ich bin gleich wieder da. Komisch, Alex ist noch wach. Okay. Also es sind beides ganz gute Gewehre. Aber ich habe halt schon viele andere gute Gewehre. Muss ich überlegen. Und sie haben neue Granaten fallen lassen, die ich dann nutzen kann. Weste. Ja, Rifle Vest. Okay. Die hat viele Munitionstaschen, aber das ist nicht so. Nicht so ideal, denke ich. Kann man bessere. Man braucht so viele Munitionstaschen eigentlich nicht. So viele Munitionsslots. Ein bisschen Granaten kann ich nachfüllen. Gut, aber ich würde noch ein bisschen schlafen. Jetzt sind die alle weg hier. Mit dem Team. Beziehungsweise Ira, wenn sie okay ist, dann könnte sie schon mal Grizzly verarzten. Nein. Und Fox dann auch, wenn sie wieder wach ist. So. Stopp.
Dann haben wir hier Dimitri und Hamus. Es gibt hier einen Betrieb. Junkyard, da kann man auch Gegenstände reparieren. This place is practically littered with spare parts of anything you can might imagine. This will certainly make any repair work considerably easier. Also alles wird leichter mit dem Haufen Zeug, was da rumliegt, zu reparieren. Aber wir haben keinen Reparaturkoffer mehr. Die sind nämlich in den Rucksäcken, die Reparaturkoffer. Genau, Trevor kann auch schon mal das einstellen. Wenn er noch im Bett ist und du kannst weiter Beweglichkeit üben. Ja, würde ich noch ein bisschen Zeit vergehen lassen, aber nur ein bisschen. Fix und fertig. Chris ist wieder fit. Ich glaube, ich kann in dem Sektor keine Miliz trainieren. Nee. Weil der ist so ein bisschen neutral. Also dieser Ort. Deswegen waren hier auch am Anfang keine Gegner drin. Genau. So, dann würde ich sagen, Chris erkundet mal die Gegend. Und spricht mit den Leuten. Denn mindestens einer ist ja hier, haben wir gesehen. So, das hier ist eine Werkstatt. Und hier auf der Tankstelle habe ich mit Granaten rumgeworfen. Immer eine gute Idee, würde ich sagen. Kommt auch gerade. Ne, der bleibt jetzt wieder weg. Gucken, ob da was drin ist. Hey, da ist nichts drin. Doch, Klebeband. Da liegt doch auch was, ein Kanister. Mensch. Können wir unseren Truck mit... Verstanden. ...mit befüllen. So, und da steht ein bewaffneter Mann, der aber nicht auf mich schießt. Mein Name ist Mad Dog. Hab schon von Ihnen gehört. Hat er schon. Mein Dad hat gesagt, ich bin für Schrott zuständig. Ich bin hier der Manager für Schrott. Der Schrottmanager. Was könnte er auf Englisch gesagt haben? Das wäre wahrscheinlich... Trashman. Trash Manager. Manager for Trash. Junk? Manager? Junkman? Manager for Junk? Weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen soll. Tja. Kann ich ihn rekrutieren? Ja, hört sich gut an. Wollt sie ja eigentlich alleine killen. Aber so ein bisschen Gesellschaft kann nichts schaden. Kommt mir aber bloß nicht in die Quere. Ich hab's nämlich nicht gern, wenn mir was in die Quere kommt. Ich bin stark wie ein Pferd. Und ich kann gut Sachen ganz machen. Sogar besser als Sachen kaputt machen. Ich mach aber gern Köpfe kaputt. Wie wär's? Ja, ich habe ja jetzt eh keine Wahl mehr. Ich habe ja schon auf Rekrutieren gedrückt. Also man kann ihn rekrutieren. Das wusste ich natürlich schon vorher. Ich war schon mal in Destiny.
Und wir schauen uns mal seine Werte an, weil ich weiß es überhaupt nicht mehr. Er ist auf jeden Fall ein komischer Typ. Also stark wie ein Pferd ist er, sagt er. Na, eigentlich nicht so. 78, da hätte ich stärker im Angebot. Aber gesundheitlich beweglich und geschickt ist er auf jeden Fall. Nicht so klug. Nicht so treffsicher. Aber ein guter Techniker und hat auch noch zusätzlich die Spezialfähigkeit Ingenieur, was ihm beim Reparieren dann nochmal hilft. Ich hoffe, er hat einen Koffer mit Werkzeug. Hat er. Perfekt. Genau, dann kann er nämlich als Ganzmacher, als Reparateur super unterstützen. Auch wenn er sonst jetzt nicht so der Hit ist, was das Treffen angeht. Er ist halt ein gratis Söldner, kostet nichts. Er wollte sie alleine töten, also Daedra. Und jetzt hat er Unterstützung. Er ist auch ein Psychopath. Geht immer wieder in Dauerfeuer manchmal. Also manchmal. Immer wieder mit Absicht. Reparateur. Ja, ein Reparateur. Ein Ingenieur. Und aggressiv ist er auch noch. Also schon ein sehr komischer Typ. Aber ja. Er ist der Beste in Beweglichkeit. Nicht schlecht. Red Dog. Nicht schlecht. Genau, und er hat eine Course. Das ist ein spezielles Schrotmaschinengewehr. Nee, nicht Maschinengewehr, ein automatisches Schrotgewehr. Course, Close Assault System. Das Close Assault System im Bullpup Design wurde von Quatsch, von HK entwickelt. HK, vielleicht Hongkong? Oder ist es ein Waffenhersteller? Keine Ahnung. HK Course. Könnte beides sein. Es verschießt spezielle Kaliber, 12 Patronen. Die von Winchester Olin entwickelt wurden. Heckler und Koch, aber ist doch H und K eigentlich. Ist eigentlich H und K auch sonst, also sonst sind die Heckler und Koch Waffen hier im Spiel, glaube ich, eigentlich auch mit H und K abgekürzt. Deswegen ist es eigenartig. Er hat $20 dabei, die stecken wir uns gleich ein. Genau. Also es ist eine Schrotflinte. Kann man vielleicht nochmal die Munition angucken. Die Remington Express Buckshot-Patronen werden gern von Gesetzeshütern verwendet. Durch die Streuung der Schrote erleidet der Gegner einen tödlichen Nervenschock. Im Nahkampf haben solche Schrote eine verheerende, absolut tödliche Wirkung. Genau, also hat er da eine nette Nahkampfwaffe dabei. Aber wir werden ihn sofort mit anderen Waffen ausstatten, würde ich sagen, weil mit der Nahkampfwaffe kann man halt nur eins machen. Nahkampf. Und dafür ist es eine ziemlich schwere Waffe. Ja. Gut. Aber hier liegt ja viel rum. Und da er noch gar nichts hat, kriegt eine Gasmaske, er kriegt einen guten Helm. Leuchtet denn, wenn ich die Akkuweste nutze, das Wurfmesser? Ich speichere mal und probiere was aus.
liegt denn da noch ein Rucksack? Doch eigentlich alle Rucksäcke wieder aufheben lassen. Der Rucksack ist wieder aufgehoben. So, er muss sich erstmal mit einer Guardian-Weste begnügen. Ist ja gar nicht so verkehrt. Dann hat er, interessanterweise hat er ein Zielfernrohr auf der Nahkampfwaffe drauf. Hilft das? Reichweite 20 ohne Zielfernrohr? Ist die anders? Nee. Lieber ein Zielfernrohr auf dieses Sturmgewehr drauf, würde ich sagen. Glaser-Munition. Tja, bei den inzwischen sehr stark gepanzerten Gegnern braucht man mit Glaser-Munition gar nicht mehr anzukommen. So, der kann auch den Benzinkanister kann er nicht mitnehmen, der ist zu groß. Ein Messer braucht er noch. Dann nimmt er einfach das Wurfmesser, würde ich sagen. Ich habe noch nicht verglichen mit der Galil. 62 Genauigkeit versus 67 Genauigkeit. 30 Schaden versus 30. 32 Reichweite und 36 Reichweite. 13 AP. 12 AP. Gewicht ungefähr gleich. Da ist noch ein Schalldämpfer nicht, sondern ein Dings drauf. Ein Dings. Pistole könnt ihr noch brauchen. Denn für den Nahkampf ist die zwar geeignet, aber hat halt auch 12 AP. Und eine Pistole hat halt meistens nur 0 bis 3. 0 bis 2 AP. Aber wir haben keine weitere Pistole übrig. Was ist das? Hat der einen Rucksack im Rucksack? Klick mal durch alle durch, ob jemand in einem einen Rucksack fehlt. Ja, Grizzly fehlt der Rucksack. Der hat Grizzlys Rucksack im Rucksack, der Chris. Ich werf mal den Rucksack darüber. Wurde nicht korrekt zurückverteilt, der Rucksack. Ja, diese Kanister sind so schwer, die kann man eigentlich nur in den Laster packen. Okay, was braucht Mad Dog noch? Geld muss er noch abgeben. Ansonsten haben wir nichts mehr für ihn hier. Können ihn noch die Sanitasche reinpacken. Ob wir vielleicht andere auffüllen müssen. Ein bisschen. Klar, die haben wir verarztet. Kann er die erstmal tragen.
Dann möchten wir natürlich noch gerne diese Granaten mitnehmen und den Mündungsfeuerdämpfer an eine Waffe machen, die noch keinen hat. Mal einmal durchgucken, wer hier noch eine Waffe ohne Mündungsfeuerdämpfer hat. Denke ich noch welche dabei. Mit der zwei Schalldämpfer drauf, das ist doch schön. Ja. Gut, und dann würde ich sagen, vor allem Dimitri wieder auffüllen. Der ja unser Grenadier ist. Nebelgranaten brauchen wir nicht. Klar, können auch mal helfen, insbesondere wenn man jetzt... Hier ist noch eine Senfgasgranate in seinem Rucksack. Insbesondere wenn man jetzt zum Beispiel Milizen schützen möchte, dann kann man da mal Nebel hinwerfen. Und die vernebeln, damit die Gegner nicht so gut treffen. Aber ja... Dimitri hat noch keine Gasmaske. Außerdem hätte Trevor noch keine Gasmaske, aber Trevor hat auch keinen Platz für eine Gasmaske. Durch seine Rifle-West. Der braucht mal eine andere Weste. Das ist hier auch eine Rifle-West. Macht's nicht besser. Oder ist die besser? Ist halt jetzt gefüllt. Ich sehe es nicht genau. Mal rausnehmen. Zum Vergleichen. Schön, dass du da warst, Tyrawal. Trotz dessen, dass du ja selber gespielt hast. Ich hoffe, du hast Spaß bei Jagged Alliance 3. Vielen Dank für die 42 Bits heute und wie immer. Und schlaf gut. Morgen gibt es dann aber definitiv keinen Stream von mir. Und Sonntag auch nicht. Da habe ich an beiden Abenden schon was vor. Die sind im Prinzip sind die gleich. Nur leicht. Ach, das sind doch die gleichen sogar. Ich habe hier einmal rübergehabert und dann hier habe ich nur das gelesen. Deswegen die Verwirrung. Es sind die gleichen Waffen. Ach, die gleichen Besten. Ja, danke. Danke. Dir viel Spaß bei Jagged Alliance 3. Ich versuche trotzdem schnellstmöglich weiter voranzukommen bei Jagged Alliance 2, um auch Jagged Alliance 3 entgegenzukommen. Aber ich mache jetzt auch gleich Schluss. Also, ich wollte nur noch aufsammeln, hier für jeden eine Aufgabe einstellen, mit den Leuten reden. Falls es da noch mehr gibt. Ja. Und da gibt es noch mehr. Manchmal reiße ich mir einfach alle Haare aus. Ich weiß zwar nicht warum, aber sie wachsen ja sowieso wieder nach. Genau. Er hat auch so eine schöne, liebliche Stimme. Und die Haare wachsen doch sowieso wieder nach. Genau. Auch er darf reparieren in seiner eigenen... seinem eigenen Müllplatz. Yeah. Und ich gehe weiter mit Chris gucken. Ja, falls du noch nicht weg bist, Tyrawal, schlaf gut. Vielen Dank. Und bis bald. Schauen wir mal. Ich gehe, ne? Bin auch müde.
ist das? Eine Feder. Alles klar. Ich liebe Federn. Alles klar. Eine Aluminium- oder eine Metallfeder ist es natürlich. Verstanden. Und da liegt noch eine Feder. Könnte einen Blick wert sein. Eine Handgranate, eine Dose, ein Gummiband. Könnte einen Blick wert sein. Was ist das? Ein Stahlrohr. Was ist das? Noch ein Stahlrohr. Was so alles auf dem Schrottplatz rumliegt, ne? Verstanden. Ich heiße Jake. Jake Cameron. Pass auf, wo du hintrittst. Hier liegt alles Mögliche rum. Genau. Jake Cameron ist, glaube ich, der Vater von Mad Dog. Das sieht man auch so ein bisschen, dass er dem ähnlich sieht. Es ist nicht mehr weit zur Hauptstadt, weißt du. Du marschierst geradewegs drauf zu. Zeig es der Dead Runner ein für allemal. Tritt dir in den Arsch für uns alle. Okay, niemand ist zufrieden mit ihr. Anscheinend. Sieh dich um. Viel Schrott nicht. Viele verlassene Fahrzeuge. Keiner kann sie mehr gebrauchen, seit die Herrin das Benzin rationiert hat. Sie lagen rum und verrotteten, bis sie dann hierher verfrachtet wurden. Übrigens, wisst ihr was von einem Typen namens Priam Druss, der in Balime gelebt hat? Hab von ihm nichts mehr gehört, seit sie ihn in den Knast in Tixa gesteckt haben. Wenn ihr ihn seht, sagt, Jake hat nach ihm gefragt. Tixa? Ich sag immer, für die einen ist es Schrott, für die anderen eine Goldgrube. Nun, lass dir Zeit. Ich werde nicht weit weg sein. Genau, Logbuch aktualisiert. Das war jetzt gerade eine recht wichtige Information, dass es da jemanden gibt. Etwas über das Gefängnis Tixa erfahren. Genau, und Schrotthändler Jake getroffen. Kann ja mal gucken, steht hier Mad Dog Cameron. Genau, Kevin Mad Dog Cameron und er ist Jake Cameron. Klar, ist sein Vater. Ich glaube, der hat auch gesagt irgendwie, mein Vater sagt immer, ich bin der Schrottmanager, ne? Das war doch mein Vater, hat er gesagt, glaube ich. So, was hat er im Angebot? Seh dich um. Lass mich wissen, wenn dir irgendwas gefällt. Jede Menge kaputte Pistolen, Beinprotektoren, T-Shirts, Keramikplatten. Geil. Titanplatten. Nice, die kaufe ich ihm ab. Auch ein Zweibein. Das ist eine Sammlung. Werkzeugkisten. Ja, tolle Sammlung. Tolle Sammlung, muss man schon sagen. Genau, wir kaufen die T-Shirts. Kaufen einmal Beinprotektoren für Mad Dog. Macht das Sinn? Ah, ich glaube schon, Hosen sind relativ selten. Noch relativ selten. Pistole kaufe ich ihm jetzt nicht, glaube ich. Da sind hier irgendwelche ganz besonders guten Exemplare dabei. Nicht so schlecht. 14 Reichweite und trotzdem nur... Trotzdem nur ein AP. Was hat denn die für ein Kaliber? 9x19, das liegt hier, glaube ich, sogar rum. Hm.
Ist ja auch nicht so teuer bei ihm, ne? Nehmen wir noch eine Pistole für seinen Sohn mit. Eigentlich sollte er die gratis geben, denke ich. Es ist zum Schutze seines Sohnes. Joa. Funktioniert nicht mit Bier, glaube ich. Nur mit Wodka. Bin mir aber nicht sicher. Was ich meine, sind die Molotow-Cocktails bauen. Also mit Wodka funktioniert es auf jeden Fall. Er hat eine Platte drin. Die sind schon beschädigt. Die kann man auch nicht reparieren. Ja, die gehen halt kaputt, wenn drauf geschossen wird. Okay, lass das da liegen, würde ich sagen. Ich nehme noch den Wodka. Nee, geht nicht. Ich muss erstmal fertig drücken. Hey, du hast das vergessen. Ja, habe ich mit bewusst vergessen. Das soll da liegen bleiben. Seh dich um. Lass mich wissen, wenn dir irgendwas gefällt. So, nimm noch den Wodka und nimm mal den Wein. Aber ich glaube, das wird nicht gehen. Hey, du hast das vergessen. Gut. Nichts. Bierbank. Haben Sie hier eine gemütliche? Ansonsten sieht die Wohnung auch nicht gerade frisch aus. Alles klar. Verstanden. Eigentlich gab es noch so einen Einsiedler oder so einen, naja, Einsiedler nicht, einen Obdachlosen, der hier immer rumgelaufen ist. Alles klar. Auf dem Schrottplatz. Oh, meine Maus hat auch noch zusätzliche. Ist ja nicht unpraktisch. Ich wusste gar nicht, dass meine Maustasten sowas können. Das sind ja somit die wichtigsten Funktionen. Ah, gut zu wissen. Verstanden. Ich guck nochmal hier bei dem Laster, ob der da vielleicht ist. Alles klar. Nee, sieht nicht so aus. Und ich guck nochmal, ob hier noch irgendwas liegt. Eigentlich wird es ja jetzt immer sofort aufgedeckt, aber ich weiß nicht, ob das bei den Milizen auch so ist. Dass da auch immer sofort aufgedeckt wird, wenn es Loot gibt. Okay, bei denen liegt nichts. Das heißt, du kannst zurückkommen. Zurückkommen und dann können wir mal das Inventar noch verteilen, was ich jetzt hier oder das, was ich noch zugekauft habe, noch verteilen. Und zwar ist es die Beretta für ihn
Ah, er hat kein Holz da. Sie dahin. Aber an sich, Munition war doch hier. Genau, die wird jetzt noch nicht passen. Wird hier noch konvertieren wir noch um. Mann, die Hosentaschen ruhig voll damit. Obwohl es albern ist, ist ja zu viel. Und die liegt überall rum, ständig. Hast du noch ein Zweibein für dein Gewehr? Tja, hättest du nicht die, also die Rifle Vest ist eigentlich ein bisschen besser als diese Gürteltasche. Nur es hat halt keine große Tasche. Die Federn muss ich definitiv mitnehmen. So, dann hat Chris jetzt noch Sachen im Inventar, die ich noch verteilen will. Chris ist kein Mechaniker. Red Dog kriegt auf jeden Fall noch diese Protektoren. Und dann kriegen unsere Besten, die Fox, kriegt Traumaplatten, weil sie gerade auch oft im Nahkampf ist. Und eigentlich würde es Trevor zustehen, ne? Aber Trevor ist schon so groß bepackt, deswegen würde ich fast sagen, geben wir das nicht Trevor, sondern Grizzly, damit das Gewicht dann nicht noch weiter in die Höhe getrieben wird. So, dann haben wir diese T-Shirts. Dann nehmen wir jetzt das Gewehr, Dann noch Platz im Inventar. Fox. Fantastisch. Machen wir jetzt Lappen draus. Fantastisch. Mit solchen Putzlappen kann man auch blutige Messer sauber machen. Fantastisch. Ich glaube, es gibt noch jemanden, der hat blutige Messer. Nee, ich möchte das sauber machen. Wie war denn das? Messer auf Lappen? Gut. Messer auf Lappen ist es. Genau. Gut. Und mit dem blutigen Messer oder die nicht blutigen Messer kann ich dann wieder stapeln. Also ich hatte noch irgendwo unblutige Messer rumzuliegen. In die Hosentasche? Die passen auch in die Hosentasche. Er muss ja das Ding hier nicht mitmachen. Er ist doch eh kein Türenöffner. Können wir eigentlich... Ja, das lohnt sich nicht. Da fülle ich den mit den Kasten von Jobber auf. Genau, und mit einem kann ich auf jeden Fall Molotow-Cocktail machen. Da ist Trevor auch genau der Richtige, der das machen sollte. Er ist ja
Sprengstoffexperte und den kriegt jetzt erstmal Mad Dog, weil der noch Flaschenplätze frei hat. Und Gewicht. Und mit dem Wein probieren wir das gleiche jetzt auch nochmal. Geht nicht. Genau. Das habe ich schon vermutet, dass das mit Wein nicht geht. Moment mal, der Schrottländer kann ja vielleicht auch Schrott kaufen. Und da liegt ja eine nicht unwesentliche Menge Schrott rum, wobei man das alles vielleicht noch ganz gut verwerten kann. Okay. Chris, ich brauche den nochmal. Chris, nimm mal. Selbst die Dose kann man gebrauchen. Aber den Fernseher nicht, glaube ich. Das Ding kann ich verkaufen. Und die Nebelgranaten. Wenn ich sie nicht verwerte, kann ich sie verkaufen. Ich weiß nicht, ob der sowas kauft, was der sonst noch so kauft. Walkman kann man auch brauchen. Ja, und den Wein kann ich wieder verkaufen. Ach, Chris hat auch noch einen Molotow-Cocktail. Den hätte ich ja werfen können. Vorhin. Putzlappen kommen wir jetzt mit. Damit kann Dimitri seine Messer sauber machen und falls wir Wodka finden, den upgraden. Du darfst gerne da runterklettern. Ich muss langsamer machen. Ja, stimmt. Alles klar. Taktischen Screen ist alles pausiert, dadurch konnte er sich jetzt nicht erholen. Seh dich um. Lass mich wissen, wenn dir irgendwas... In Ordnung. Lass mich mal schauen. Ja, das kann ich umsetzen. Gib Gucken, was er so kauft. Preis. Tut mir leid, ich handle nur mit Schrott, wenn du weißt, was ich meine. Aber dein Begriff von Schrott ist doch recht weit. Würde ich sagen. Das, was ich bekomme, ist sehr gering. Ich kann doch recht viel verkaufen. Muss man sagen. So, du musst... Ey, du hast was vergessen. Ja. Der Deal ist... In Ordnung. Chris muss den Rucksack wieder aufsetzen, weil ohne Rucksack hat er die anderen Gegenstände nicht, die er gerade... Seh dich um. In Ordnung. Lass mich mal schauen. Ja, das kann ich umsetzen. Gib dir einen guten Preis. Der Deal ist komplett. Brauchst du sonst noch was? Nö, aber ich kann hier sehr viel, gerade Helme und sowas, davon habe ich ganz viel. Das kann ich jetzt bei Jake verkaufen. Problem bei Jake ist halt nur, oder bei der Stadt von Jake, ist halt nur, dass man sie nicht verteidigen kann. Lass dir Zeit. Also, dass hier immer Gegner reinwandern können, weil man eben keine Milizen trainieren kann. In dem Sektor. In Ordnung. Du weißt, wo du hin musst, wenn du was brauchst. Genau, ich schau nochmal, was hier rumliegt. Da ist noch ein Kevlar-Helm, da kann ich noch verkaufen, das Schlosser-Set. Kevlar-Weste vielleicht.
die Schutzweste. Die Rifle-Weste. Hab noch ein bisschen was zu verkaufen. Das hier. Diese Magazine. Genau, Gummiband. Brauche ich ein Gummiband? Mir ist nicht sicher. Seh dich um. In Ordnung. Lass mich mal schauen. Ja, die Weste nimmt er nicht. Ja, das kann ich umsetzen. Gib dir einen guten Preis. Die Weste nimmt er leider nicht. Ich könnte ihn dann natürlich noch reparieren, bevor ich sie verkaufe. Dann kriege ich noch einen besseren Preis. Andererseits sind die Reparaturkits ja auch nicht gerade. Schätze, du willst den Kram verkaufen. Okay, die kauft er auch, die Schutzweste, die normale. Die Kevlar-Weste kauft er nicht. Alles okay. Ey, du hast das vergessen. Der Deal ist komplett. Dann machen wir jetzt nicht zu viel Aufwand mit. Tut mir leid, ich handle nur mit Schrott, wenn du weißt, was ich meine. Ja, das kann ich umsetzen. Der Deal ist komplett. Brauchst du sonst noch was? In Ordnung. Das Ganze bei Toni zu kaufen ist natürlich ein Vielfaches teurer, gerade so Munition und sowas. Gaswesten, all der Kram. Gaswesten, Gasmasken. Genau. Das ist recht seltene Munition, deswegen verkaufe ich die nicht. Trommelmunition ist nicht selten. Die ist einfach nur, das ist einfach nur eine Standardmunition, die dann in der Trommel steckt. Und dann passt da mehr rein. Es gibt halt gewisse Waffen, wo man eine Trommel anbringen kann oder die eine Trommel haben als Magazin. Genau. Okay, also jetzt noch die drei Sachen hier verkaufen. Die Weste geht ja nicht. Beiden Sachen verkaufen. Genau, die beiden Sachen verkaufen. Sind ja ein paar mehr Magazine. Seh dich um. Lass mich wissen, wenn dir irgendwas gefällt. In Ordnung. Lass mich mal schauen. Ja. Der Deal ist komplett. Brauchst du sonst noch was? In Ordnung. Ja, gut. Erstmal brauche ich nicht mehr. Dann kann ich jetzt ganz viel darüber transportieren, um das bei Jake zu verkaufen oder bei Tony. Je nachdem. Und ich kann nochmal gucken im Computer, ob meine Bobby Rays Bestellung vielleicht inzwischen bestellt an Tag 25. Könnte sein, dass es heute kommt. Im Laufe des Tages, so um 10 vielleicht wieder. Ja. Gut, aber mehr kann ich jetzt nicht machen. Chris muss ein bisschen noch atmen. Und ich auch. Ich muss ins Bett. Okay.
Das sollte jetzt erstmal passen soweit. Um ihn langsam rübergehen zu lassen. Ja, leider ist sowas nicht drin, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Mad Dog und ihm spreche, dass sie dann einen anderen Dialog führen. Das passiert leider nicht. Zumindest nicht im Grundspiel und dadurch, dass also es sind zwar ein paar neue Söldner auch reingebracht worden, aber ich glaube, die sagen entweder nichts oder die sagen die Sachen aus Teil 1. Und ja, irgendwie so. Aber bei Mad Dog gibt es jetzt keine Vertonung irgendwie. Leider. Also keine weitere zusätzliche. Das hätte man natürlich machen können, dass der mit seinem Vater irgendwie anders interagiert, dass er dann irgendwie sagt, hey, Paps, und die noch irgendwas anderes miteinander bereden, was man mit sonst keinem Söldner weiter bereden kann. Das wäre halt auch nochmal interessant, wenn die da nochmal andere Dialoge führen würden. Aber ja, wir haben jetzt hier erstmal Estiny eingenommen und diesen großen Trupp, der hat hier anscheinend in Estiny angegriffen und wurde jetzt vernichtet, leider unter Verlust meiner kompletten Milizenschaft, die mit mir unterwegs war. Aber es waren ja eh nur noch 3. Bisschen verletzt bin ich auch worden, aber alles nicht so weiter wild. Genau. Okay, ich mache dann an der Stelle Schluss und speichere. Und dann spielen wir hoffentlich bald weiter. Also demnächst würde ich dann weiter nach oben laufen, um die Route hier klar zu kriegen, nach San Mona. Ich hoffe, die Ladung kommt dann an, um 10 vielleicht, wenn ich hier auch wieder Toni besuchen kann, sodass die beiden hier los können. Und ja, genau. Würde dann auch größere Verkaufstouren mal starten. Also, dass der Laster dann auch mal wirklich hier an die verschiedenen Orte fährt und dann bei Jake verkauft und bei Toni verkauft. Weil wir haben ja hier einige Sachen rumzuliegen und das hat auch einiges an Wert, um mal die Ingame-Sprüche zu nutzen oder einen Ingame-Spruch zu nutzen für die Beschreibung. Ja. Davon können wir dann uns auch wieder neue Sachen kaufen. Zum Beispiel gute Söldner von AIM. Noch ein paar Scharfschützen zum Beispiel. Und ein paar automatische Gewehre-Experten. 1, 2. Genau. Und unser Team füllt sich jetzt auch langsam. Ich würde fast sagen, Gampi sollte auch Supporter bleiben. Denke ich. Aber ich kann, wenn ich mit Biff und Flo und Alex Grum fertig trainiert habe, dann können die halt zusammen mit Gampi erstmal die ganzen Touren machen mit dem Laster. Genügend Sprit haben wir ja jetzt auch schon gefunden, dass sie da ein paar Mal hin und her fahren können. Der verbraucht nämlich auch. Da
kann man hier auch nochmal zeigen. Der Laster. Genau. Tank 80 von 100. Quasi der Energiebalken vom Lastwagen ist die Menge an Benzin, die da drin ist. Genau, und die muss man halt nachfüllen, aber die Benzinkanister haben wir ja schon gefunden zum Teil. Hier liegen auch 3,5 voller im Inventar vom Laster selbst. Aber ich glaube, hier liegen auch noch mehr rum. Jetzt mindestens hier liegt noch einer mehr rum. Ich glaube, an anderen Stellen war auch noch mehr. Genau, und dann könnte ich die, wenn ich alles soweit fertig habe, von diesem Zeug verteilt habe, dann könnte ich die auch in Estoni stationieren, dort auf dem Dach, und dann immer wieder bei Jake vorbeischauen, so wie ich das hier mit Pablo bei Toni mache. Aber es sollten halt ein paar mehr sein, das ist das Problem, weil hier halt Gegner kommen können. Und dann könnte ich halt da immer wieder bei Jake vorbeischauen und auch gucken, hat der wieder Traumaplatten, womit ich die Rüstung verstärken kann, oder andere coole Sachen. Alu-Stangen zum Beispiel. Oder Federn und so. Das sind ja alles Sachen, die sind super wichtig. Und damit kann man halt seine Waffen richtig gut modifizieren. Die Sachen hier kann ich auch mitnehmen. Mit Naros kann man auch noch Sachen bauen. Was genau, muss ich mir nochmal anschauen. Wobei ich bin mir nicht bei allen sicher. Gummiband, weiß ich nicht, was man mit dem Gummiband machen kann. Auch mit der mit dem Stahlrohr und dem Klebeband weiß ich es gerade nicht. Oder mit dem Walkman, ob man damit was machen kann. Müsste ich nochmal gucken in diese Anleitung, die es da gibt. In diese MacGyver-Anleitung hier von Jagged Alliance. Ich weiß nur, mit der Dose und einem Faden kann man eine Alarmanlage bauen, die man dann an Türen hängen kann. Und dann, wenn jemand diese Tür öffnet, dann bimmelt's. Und dadurch kann man halt dann eine Alarmanlage bauen, sozusagen. Dass man halt weiß, aus welcher Richtung kommt jemand in ein Gebäude rein. Genau. Also die Dose scheppert. Ne? So, ich glaube, gespeichert habe ich schon. Genau. Dann machen wir jetzt an der Stelle Schluss. Ich schaue nochmal nach einem Raid-Ziel. Jetzt spielen so viele Jagged Alliance 3 und es spielen bestimmt auch noch welche Jagged Alliance 3 um diese Zeit. Aber es hilft mir nicht, weil ich euch ja nicht spoilern will. Also wenn ihr jetzt nur bei mir zuschaut und nicht selber auch schon Jagged Alliance 3 geschaut habt und woanders schaut, dann ist das natürlich ungünstig. Wenn ich da jetzt zu einem Jagged Alliance 3 Spieler raide, davon gibt es noch einige, die live sind. Ich schau mal wegen 2 und 1. Vielleicht hole ich irgendwann auch nochmal Jagged Alliance 1 nach. Dann wahrscheinlich auch hier in Form eines Streams. Nee. Es gibt nur jemanden, der spielt Jagged Alliance 3. Eine Person. Die hat jetzt 1219 Zuschauer. Der hatte, als ich vorhin geschaut habe, ich habe so ein bisschen überflogen, wie viele spielen, da hatte der aber nur 500. Und jetzt, da alle anderen oder da viele andere aufgehört haben, ich sehe gerade, es spielen schon noch einige, aber der ist der einzige deutschsprachige noch. Sind die ganzen deutschsprachigen zu dem geradet wahrscheinlich. Genau. So wird es wahrscheinlich sein. Ah ne, es gibt noch einen deutschsprachigen. Ja, aber das macht jetzt nicht so viel Sinn, jetzt zu Jagged Alliance zu raiden. Deswegen raiden wir zu Musik. Soon ist noch aktiv. Soon macht noch Musik. Deswegen geht's ab nach da drüben zu Soon. Der macht halt selbst Musik. Rock. Wenn ihr das mögt, dann hört noch ein bisschen rein.
Jetzt erschreckt nicht, falls ihr schon schlaft, ist es, glaube ich, gar nicht so gut, jetzt zu reden, weil es könnte lauter werden. Aber ist dann gut für euch, dann wisst ihr Bescheid. Ihr könnt jetzt ausmachen und ein bisschen Strom sparen, falls ihr eingeschlafen seid. Genau, okay. Naja, gut, ich hoffe, ihr könnt ja mal Bescheid sagen, ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht, falls ihr schon eingeschlafen wart. Okay, na dann, ab zu Soon und schlaf gut, gute Nacht euch. Ich gehe nicht mal rüber zu Soon, sondern direkt ins Bett. Macht's gut.